Hey Uwe, schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Wir mussten jetzt in deinen Meetingraum wechseln, aber das ist der Technik geschuldet. Ich weiß eigentlich noch so gut wie gar nichts von dir, sondern nur das, was mir meine Frau, die Sabine, erzählt hat. Und die war im Kurs vor einem Monat bei dir. Ja, und da kam sie mit Innerwise in Kontakt und irgendwie ist sie da hin und weg und verwendet das. Erzähl doch mal ein bisschen, was macht Innerwise? Was hast du dir da sozusagen als System zusammengestellt? Ja, ich hoffe, wir sind irgendwie auf der intellektuellen und Herzebene kompatibler als auf der technischen gerade. Zumal ja dein Kopf auch noch so ein bisschen verzerrt wird. Ja. ja, was habe ich mit Innerwise gemacht? Ich habe wie Pippi Langstrumpf in meine eigene Welt gemacht, glaube ich. Ich wollte Spaß haben und ich wollte unbegrenzt wachsen. Und ich kann Regeln nicht leiden und ich kann vor allem Inkompetenz nicht leiden. Und für mich war Schulmedizin Ausdruck von Inkompetenz. Da sie halt symptomatisch arbeitet, aber an über Heilung nicht nachdenkt, sondern über Symptomkontrolle. Und das ist kein Anspruch, der irgendwie dem gerecht wurde, was ich hatte. Also deswegen bin ich nicht Arzt geworden. So und so entstand Innerwise. Also diese Suche nach, was ist die Matrix hinter der Realität? Kann man auch Unterbewusstsein nennen oder Feld oder wie auch immer. Und wie können wir die auslesen? Wie können wir sie analysieren? Wie können wir mit verschiedenen Methoden die Ergebnisse verifizieren, die wir haben, und wie können wir dann diese Matrix, dieses Unterbewusste von Blockierungen und so weiter befreien, klären, also nicht im Sinne von Manipulation und Drehen und Schrauben, sondern im Sinne von die ursprünglich vorhandene Schönheit wieder zu reaktivieren. Also Menschen an das zu erinnern, was sie ursprünglich waren, konnten und so weiter und so fort. Und das ist im Grunde Innerwise. Also wir versuchen Menschen wieder in ihr Potenzial zu bringen, ins Jetzt zu bringen, in die Präsenz zu bringen und so weiter. Und dann verschwinden ganz häufig halt irgendwelche Symptome und Probleme, die ja nur Ausdruck von Widerständen, Entwicklungsschritten, die verpasst wurden und so weiter sind. So ist Innerwise entstanden, sind ganz einfache Werkzeuge gekommen. Ich wollte halt nicht mit Geräten arbeiten als Arzt. Insofern habe ich halt meine eigenen Geräte entwickelt, nämlich die inneren, also testen über kinesiologische Teste, fühlen, wahrnehmen, eintunen. Parameter auslesen und so weiter. Also lernen, mich im Feld zu orientieren, alleine mit den inneren Fähigkeiten. Das muss so objektiv werden, dass es am Ende auch 15, 20 Leute bestätigen können, unabhängig von mir. Also wir müssen Objektivität erreichen, subjektive Ergebnisse zählen nicht. Und auf der anderen Seite wollte ich dann das, was ich gefunden hatte, therapieren. Und da ich halt den Menschen nicht mehr nur schaue auf der strukturellen oder biochemischen Ebene, sondern für mich hat der mindestens 8 Ebenen. Strukturell, biochemisch, rhythmisch, mental, emotional, energetisch, seelisch unbekannt, habe ich keine therapeutischen Werkzeuge gefunden, die dem entsprachen. Das heißt, alle therapeutischen Mittel, ob Bachblüten, Homöopathie, Schulmedizin etc. weiter, wirkt nicht auf all den 8 Ebenen, die wirken nur auf einzelnen. Und insofern habe ich dann Tore erschaffen, geometrische Tore zu dem Wesen der Heilmittel, habe also die Heilmittel als lebendig verstanden und habe mit denen meditiert, gearbeitet. Und habe dann geometrische Tore gebaut, über die man Zugang zu denen hat, sodass der Therapeut also nur noch analysiert und das Gefundene sozusagen intuitiv dann das Heilmittel findet, sagt, okay, wer passt von euch, ist wie verlieben. Und dann einen Upload macht der Thematik und kriegt einen Download der Antwort. Also wir arbeiten mit intelligenten Systemen. Die Heilmittel sind für mich intelligente Wesenheiten. Und wenn ich mit denen liebevoll rede und denen eine Thematik anbiete, geben sie mir eine gute Antwort. Ich muss allerdings vorher meine Arbeit machen und die besteht im exakten Analysieren, was eigentlich los ist. Also ich muss meinen Wachstumsschritt machen. Mein Erkenntnisprozess muss laufen, damit dann entsprechend der guten Frage eine gute Antwort kommen kann. Super. So. Du hast mir jetzt einen Blumenstrauß gereicht. Da nehme ich mir jetzt einzelne Blumen raus, weil Ja, bitte. das ist so komplex, was du jetzt in den paar Minuten, keine Ahnung, gefühlt war es eine halbe Stunde, aber es waren höchstwahrscheinlich nur 4 Minuten, so überreicht hast. Ich habe so ein Erlebnis mal gehabt, wo ich bei Schulz von Thun bezüglich, der hat ja ein paar Bücher rausgebracht, miteinander reden, also im Kommunikationsbereich ist der relativ gut. Und wenn man sich die Bücher sozusagen durchgelesen hat, dann kann man sich das Seminar fast schon sparen, aber ich bin da trotzdem mal hingegangen. Und ich habe im Frido dann die Frage gestellt, hey, wie wendest du deine Methode an? Und dann hat er gesagt, Roland, eigentlich verwende ich sie gar nicht, sondern nur, wenn ich in einen inneren Konflikt komme und nicht weiß, weil Herz und Verstand total auseinandergehen, dann
versuche ich über das Modell, die vier Seiten einer Nachricht, mir Klarheit über das Gesagte zu verschaffen oder dann mit dem inneren Team eine Aufstellung und Klarheit zu bekommen. Und dann vergesse ich das aber wieder, weil dann bin ich wieder kohärent und dann kann ich antworten. Also wenn man nach außen mit ihm spricht und er fällt plötzlich in so eine Starre, als ob er runterfährt, dann ist es nichts anderes. Er überlegt sich dann, was da die richtige Antwort ist. Wie verwendest du dein System? Gehst du da wirklich so analytisch vor, die einzelnen Punkte wie in einer Checkliste beim Flugzeug oder auch nur, wenn du keine Klarheit bekommst? Naja, es ist ja kein Verwenden des Systems, sondern ich entwickle es jeden Tag weiter. Also es gab in 25 Jahren keinen Tag ohne neue Erkenntnisse. Das ist für mich innerweise sozusagen diese Suche nach Erkenntnissen. Und ich lernte immer mehr, mich in verschiedensten Räumen zu bewegen und aufzuhalten. Also sozusagen die Realitätsräume, wo ich präsent bin, werden immer komplexer und größer. Und da brauchst du eine Orientierung, um nicht verloren zu gehen. Insofern bin ich froh, dass all diese Werkzeuge da sind, dass ich halt mit dem Test mal nachkontrollieren kann, über einen Parameter checken kann, über eine Zeichnung mir die innere Architektur angucken kann, in Sachen reinfühle und so weiter. Und ich habe es ja nicht nur für mich gemacht, weil innerweise ist für mich so ein Werkzeug der Beschleunigung. Es beschleunigt persönliche Entwicklung. Du hast Testsysteme, Wörter, grafische Systeme und so weiter, verschiedenste Methoden. Und du hast therapeutische Systeme, die aber am Ende nur dich in die Breite zerren, um dir ganz schnell Kompetenz zu geben. Die Systeme sagen alle, du kannst es, mach einfach. Ja. Und das ist so die Aufgabe für mich, für innerweise Entwicklungsprozesse zu beschleunigen, Wachstum zu beschleunigen, um am Ende davon sich wieder zu befreien und es in sich selbst zu entdecken. Das heißt, die Arbeit wird über die Zeit immer virtueller. Ja, wenn ich jetzt dann, also ich habe früher mit den Karten sehr viel gearbeitet, mit diesen grafischen Toren und habe die verwendet. Und jetzt arbeite ich einfach gerne virtuell. Für mich reicht das völlig aus. Ich muss es nur für die Patienten übersetzen, weil die halt noch in einer anderen Realität sind und nicht permanent energetisch arbeiten und da nicht so ein kleiner Impuls reicht, dass sie ihr Leben verändern, sondern die brauchen dann eine Erinnerung. Und da bin ich dann wieder froh, dass diese ganzen Systeme da sind, weil die sind in der Lage zu übersetzen für die Menschen, die das anwenden, damit die da, wo sie sind, abgeholt werden können. Und ich habe am Anfang gedacht, ich habe es für mich entwickelt. Mittlerweile haben wir um die 500.000 Anwender weltweit. Wir haben alleine diesen Sommer haben wir über 30 Festivals in Europa, die von Innerwise Mentoren und Academies und so weiter, Akademien in 18 Ländern und so, ist alles gekommen von selbst. Das ist groß geworden und es ist deswegen groß geworden, weil es eben Menschen an verschiedenen Punkten, Tore, Möglichkeiten, Werkzeuge bietet, sich zu entwickeln. Sie werden abgeholt. So, das war also meine Aufgabe, also nicht für mich, sondern für all die anderen, die dann eine Entwicklungsbeschleunigung mit Innerweis bekommen und Werkzeuge bekommen, die müssen damit klarkommen. Das heißt, jetzt, wenn du so eine Karte zeichnest, ich falle dir jetzt einfach ins Wort, wenn du so eine Karte zeichnest, und das hast du gemacht, du hast eine Karte gezeichnet, sozusagen wie damals die Kartenzeichner von der Welt, die haben damals Erzählungen gehabt, wie dies aussehen könnte. Und jetzt hast du mit Innerweis auch eine Karte gezeichnet und du kommst unweigerlich mal an den Punkt, dass die Realität mit deiner Karte nicht übereinstimmt. Also, dass du sozusagen an dem Punkt einen falschen Weg gehst. Wie gehst du damit um? Ich finde es großartig, weil du kommst an eine Grenze und jede Grenze ist eine Stufe, wo du eine neue Perspektive brauchst, weil die bisherige Perspektive nicht ausreicht. Also ich freue mich auf jede Stufe, die kommt. Jedes Mal, wenn ich mir den Fuß blutig haue oder den Zeh blutig haue an der nächsten Stufe, wie toll, weil dann kommt was Neues. Und das ist ja das, was mich reizt. Also für mich ist es so, wenn ich nicht mehr kreativ entwickeln kann, dann möchte ich auch nicht mehr sein. Also ich denke nicht über Pension nach, ich denke nicht über Rente nach. Ich habe einfach vor, bis zum Ende zu schöpfen und dann abzutreten. So, und dieses Schöpfen braucht, du musst einfach dich in persönliche Betroffenheit stürzen, um dann, es ist wie ein Schlammloch springen, ohne zu wissen, wie du rauskommst. Und wenn du dann im Schlammbauch drin bist und sagst, okay, ich will leben, wie komme ich hier raus? Dann kommen die Ideen. Ja. Insofern sind diese Grenzen notwendig. Und deswegen muss auch das System permanent überarbeitet werden, auf den aktuellen Stand gebracht werden, damit die Zeitqualität Veränderungen sich auch abbilden, weil Systeme leben von Therapie, von Fenstern. Es gibt Zeitfenster. Und wenn du in einem bestimmten Zeitfenster etwas entwickelst und das Zeitfenster wandert weiter und das System entwickelt sich nicht mehr mit, ist es tot. Das haben wir in Homöopathie, das haben wir in Bachblüten und so weiter. Die sind nett, aber gut sind sie nicht mehr, weil sie nicht angepasst wurden. Und diese Aufgabe hat ein System, was sich permanent weiterentwickelt. Und ich habe das in dem Sinne gebaut, dass das System selbstlernend ist. Also Innerweis ist ein selbstlernendes, intelligentes System. Und jeder Anwender gibt im Grunde seine gut
entwickelte Frage hinzu. Also du hast, wir hatten es, als die Heilapotheke rauskam über den Ulstein-Verlag, ist die energetisch so hoch geschossen, als die Leute damit gearbeitet haben, weil viele Leute plötzlich Erfahrungen damit machten, Fragen entdeckten, Antworten fanden und dadurch ist das System, hat sich gewandelt, geweitet. Und so führt jeder Anwender zur Vergrößerung des Bewusstseinsfeldes hinter dem System. Und am Ende ist es ja nicht das Wort oder die grafische Oberfläche, sondern das Bewusstseinsfeld, was dahinter sich befindet. Und wenn alle Anwender dieses Bewusstseinsfeld gemeinsam weiterentwickeln, dann hast du ein System, was nicht so schnell alt wird. Und trotzdem ja. hast du, ich liebe Disruptionen, Sprünge, Phönixmomente, kleine Tode, die sind absolut notwendig. Klar. Ja. Zu Krieg gehört Frieden und Frieden zu Krieg, das eine bedingt das andere. Mhm. Von daher ist es natürlich völliger Humbug, wenn man das eine ausblenden will. Aber die Frage muss ich stellen, ich war mir fast schon bewusst, dass wir gerade den Gleichklang haben und genau da ticken wir völlig gleich. Weil ich habe schon überlegt, wo Sabine zu deinem Seminar gegangen ist, wusste ich, dass wir uns irgendwann unterhalten werden. Ich wusste nur nicht, über was. Und ja, wir haben das Thema. Weil die Einstellung, die ist genau... ja, wenn man zurückgeht auf Buddha, der hat ja festgestellt, wo entsteht Leid. Und Leid entsteht nicht durch die Veränderung, dass sich die Dinge im Wandel befinden, sondern dadurch, dass die Menschen versuchen, etwas festzuhalten, etwas persistieren zu wollen und die Veränderung nicht mittragen wollen. Da entsteht Leid. Und das wissen wir jetzt seit 2.500 Jahren. Und wenn ich überlege, wie oft wir wieder in die gleiche Falle tappen, weil die Menschen sich gern das Leben so machen wollen, wie es ihnen am besten gefällt, ohne zu schauen, wie die Umwelt passiert. Und ja, wir sind jetzt wieder in so einem Leitthema drin. Wir sollten über Schule gehen. Corona versuchen wir mal ein bisschen auszuspannen, aber irgendwie werden wir da jetzt wahrscheinlich auch reintapfen, weil das Leitthema in par excellence ist. Man kann so viel aus Corona lernen, wie Menschen sich selber Leid zufügen. Ich glaube, das ist beispiellos. Das hatten wir bis jetzt noch nie in so einem Großexperiment. Das sollte man auf jeden Fall auch betrachten. Aber gehen wir zur Schule zurück, weil wir müssen ja gucken, also es ist zumindest mein Anspruch. Warte, jetzt falle ich dir ins Wort. Ja, das darfst du. Ist mir eine Ehre. Es gibt einen Spruch, der wird Einstein zugeschrieben, der ist wahrscheinlich nicht von Einstein. Halte dich von negativen Menschen fern, denn sie haben ein Problem für jede Lösung. Und genau das ist diese Verfestigung. Ja. Das Festhalten an führt zu einer Identifikation mit dem Defizit, mit dem Mangel. Ja. Und es ist das Gegenteil zur Identifikation mit dem Potenzial. Und Potenzialidentifikation bedeutet Hingabe, Erlauben, beschenkt werden, Kontrollabgabe und so weiter, dem Leben vertrauen und dann fließt es auch. Und das ist im Grunde das, was wir machen. Wir helfen Menschen, aus dieser Fixierung rauszukommen. Ob du jetzt das Hier, Jetzt und Selbst mal ganz genau betrachtest. Und die Leute sind ja alle nur 20% im Hier und Jetzt, im Selbst noch viel weniger. Ja. Ich habe hunderte von Leuten das austesten lassen und bearbeiten lassen. Es kam ungefähr identische Ergebnisse raus. Mhm. Das heißt, da, wo Leben stattfindet, nämlich in dem Moment der Präsenz, da sind ja die wenigsten anwesend. Insofern zieht das Leben an ihnen vorbei, weil sie gar nicht da sind, wo Leben ist. Mhm. Und das ist halt nur in der Präsenz, also im Hier, Jetzt und Selbst. In der Gegenwart, in der absoluten Gegenwart, ja. Genau, und da reicht eben Hier und Jetzt nicht aus. So, und das ist die Kunst, immer wieder sich darauf einzulassen, nicht festzuhalten, keine Eigentumsrechte, keine Ängste, keine Verlustängste, immer wieder vertrauen, dass das Leben dich beschenkt. So. Darum geht's. Ja, daraus unterschreibe ich völlig. Daraus entsteht Integrität und dann macht Leben Spaß. Also, ja. So. Schule. Manche rennen noch der, ja genau, Schule. Ein Punkt, wo ich mit dem Gerald Hüther sehr nah dran bin und auch immer wieder sehe, dass die Gesellschaft eine andere Fixierung hat, diesen Wettkampf, diesen Bessersein als andere. Das ist eine totale Verwirrung des Verstandes, des Geistes und auch der Zielrichtung. Schule hat so ein bisschen diesen Wettkampfcharakter, besser zu sein, die besten Noten zu machen, weil da kriegt man den besten Job. Und wir haben das preußische Prinzip des Gehorsams, des Untertans. Damit ist jetzt mal die Schule auf drei Säulen gestellt, wo wir mal ansetzen sollten. Was kann Innerweis da tun? Weil du hattest jetzt vor, eine Schule sozusagen umzugestalten, wo du letztendlich wieder ein Stückchen gewachsen bist, weil es ist nicht so gelaufen, wie du es vorgestellt hast. Erzähl da ein bisschen was. Na, ich sehe den Betrug eigentlich noch an einer anderen Stelle in der Schule. Die Kinder werden von Lehrern des letzten Jahrhunderts vorbereitet auf eine Zukunft, die diese Lehrer sich gar nicht vorstellen können. Ja. Das heißt, die Kinder werden im Grunde verraten und betrogen. Die werden nicht auf das vorbereitet, was sie in der Zukunft brauchen, um mit der Realität klarzukommen.
Und dass die Gesellschaft sich drastisch ändern wird, gerade mit künstlicher Intelligenz und so weiter, ist klar. Aber welche Fähigkeiten brauchen Menschen? Was macht Mensch aus? Was ist das Besondere? Was ist nicht ersetzbar von irgendeinem Gerät? Wie komme ich zu einem Selbstverständnis, Selbstbewusstsein und so weiter? Das wird in der Schule normalerweise nicht ausreichend geprägt oder Gar entwickelt. nicht, gar nicht, Gar bis nicht. Naja, kaum. es gibt Ja. Schulen, die können so ein Ja, ein bisschen, bisschen schon. Das aber. Soziale ist da, ja. Ja, aber im Grunde werden die Kinder nicht auf das Leben vorbereitet, was sie dann leben werden. Und da sehe ich den eigentlichen Betrug. Die sind also nicht in der Lage, mit disruptiven Zuständen, keine disruptive Kompetenz, Kreativität. Das, wie du sagtest, Corona ist ein schönes Beispiel. Wer ist in der Lage, mit einer plötzlich sich verändernden Umweltsituation damit kreativ umzugehen und sich selbst neu zu erfinden und zu sagen, ja, ist halt so, dann machen wir es halt anders. Das waren die wenigsten, die es gekonnt haben. Die meisten haben die Verantwortung abgegeben und gesagt, okay, ihr habt für mich zu sorgen, weil ich bin ja unschuldig. Ich habe das ja nicht hervorgerufen. So. Das ist die eigentliche Thematik. So mit der Schule war, das ist die Schule meiner Töchter, da ist die bisherige Struktur zusammengebrochen, weil da gab es eine Menge Unstimmigkeiten und da gab es eine Chance mit der Geschäftsführung zusammen. Wir hatten beide einen ähnlichen Zugang zu Visionen. Das Ganze auf neue Beine zu stellen, haben aber längst feststellen müssen, dass wenn in einem diktatorischen System es eine Art von führerdiktatorische Leitung gab, dann gibt es dazu die Untertanen und das Lehrerkollektiv hat sich dann wie die Untertanen verhalten, schneidest du die Führung oben ab, werden die zu den Diktatoren, die leben also genau das weiter, was sie geprägt bekommen haben, die kommen aus der Box nicht raus. Insofern haben die dann einfach nur, um ihren eigenen Arsch zu retten, sozusagen alles Neue versucht zu verhindern, nicht an die Schüler gedacht. Und da ist die Gefahr, dass der Schulschließung ist jetzt da, dass der Berliner Senat die Politik sagt, das reicht. Ich bin da raus. Ich habe an irgendeinem Punkt gesagt, mir reicht's. Ich komme gegen diesen Widerstand nicht an und es kostet unglaublich viel Kraft. Dort in den Kampf zu gehen mit Leuten, die sich nicht verändern wollen. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich steige da aus. Macht keinen Sinn, aber ich habe so eine Grundregel im Leben, wer zieht, fliegt, was zieht, fliegt. Also was Energie zieht und kostet, das wird verändert. Das gucke ich mir im Moment an, gebe dem eine Chance, aber wenn sich da nichts tut, dann muss ich die äußere Situation verändern, weil den Kompromiss bezahle ich teuer mit meiner Gesundheit oder meiner Kreativität. Ja. So, bin da raus und ich habe seit vielen Jahren eine Idee für ein neues Schulsystem. Ich habe immer gewartet darauf und zwar gewartet auf die Abrundung des Menschenbildes. Weil für mich besteht neue Schule nicht in einer neuen Lernmethode, sondern erstmal in einem neuen Menschenbild. Und wir brauchen dieses Menschenbild, damit überhaupt was langfristig Stabiles entstehen kann und nicht eine weitere alternative Schule. Ich muss mal kurz Fenster zu machen, die Bauarbeiter sind so laut. Ja, mach das ruhig, ich trinke mal einen Schluck. Okay. Und die Methoden, die langfristig stabil gewesen sind, haben immer ein eigenes Menschenbild entwickelt gehabt. Und daran habe ich gearbeitet über Jahre nun. Dieses Menschenbild, wirklich Verständnis von Leben, Verständnis von Seele, Verständnis von Aufgabe und so weiter, das so zu entwickeln, dass eine Grundlage da ist, auf der man dann wunderbar mit neuen Methoden integriert etwas Neues erschaffen kann. Und diese Schule war der Versuch, das schon zu manifestieren. Ich habe nur gemerkt, in dem kleinen Rahmen geht es nicht. Und ich hatte immer die Vision, es muss im Großen kommen. Also es muss auch über die Regierungsgrenzen hinweg mit internationalen Organisationen als Modellschule kommen. Man braucht einen Freiraum, nicht hintenrum irgendwelche Sachen heimlich tun, sondern wirklich die Erlaubnis bekommen, dort in einem Modellversuch mit guter wissenschaftlicher Begleitung und so weiter und so fort zu zeigen, dass es funktioniert, integriert in die Wirtschaft. Und also das muss zusammen funktionieren. Und der Punkt ist jetzt erreicht. Insofern freue ich mich auf das, was die nächsten Monate und Jahre da entstehen kann, weil ich habe jetzt Innerwise als Therapiesystem ist soweit durch, funktioniert, läuft super. Ich habe das Gleiche dann nochmal angewendet auf Systemcoaching, Consulting, habe ein komplett eigenes System der Unternehmensberatung entwickelt. Das ist auch soweit durch. Das läuft, die Consultants arbeiten, wir haben großartige Projekte, es funktioniert. Und auf der Grundlage kann jetzt diese dritte Säule kommen, nämlich Bildungssystem. Ja. Und da freue ich mich auf jede großartige Zusammenarbeit mit wunderbaren Geistern. Ja, das ist gut. Was bei so einem Transformationsprozess ja immer die Herausforderung ist, du musst die Menschen, das sind jetzt mal nicht nur die Schüler, sondern die Eltern, abholen,
dort, wo sie stehen. Also mit ihren Ängsten, mit ihren Zwängen, mit ihren Sorgen. Weil die Eltern sind eigentlich sind nicht die Lehrer und das Schulsystem letztendlich das am meisten verhindert. Es sind letztendlich die Eltern, die ihre Ängste ja haben. Und die wollen ja was Gutes. Die wollen, dass ihre Kinder es mal besser haben als sie selbst. Nur in dieser Optimierung, in dieser Vorstellung, dass das Alte ja gut war, warum sie auch immer das glauben, halten sie an was fest, wo sie die Kinder mehr oder weniger an die Kette legen. Jetzt musst du ja ansetzen, eigentlich, wenn es funktionieren sollte, zumindest aus meiner Sicht ist es wichtig, die Eltern zuerst mal abholen, dass die loslassen können, dass die auch in diesem schwerelosen Raum das Gefühl haben, aus den Kindern wird was, auch wenn sie mal einen anderen Weg einschlagen, auch wenn sie mal nur spielen, vordergründig, dass sie dadurch Kompetenzen erwerben, die sie viel weiter trägt als dieses Wissen um irgendwelche geometrische Formen, Gleichungen oder den Hilbertraum oder im N-Dimensionalen die Kommunikativgesetze außer Kraft gesetzt. Also man kann sich ja beliebig tief in ein Detail hineingeben, aber man verliert dabei das Ganze. Hast du darüber nachgedacht, wie du in dem System innerweis an die Eltern kommst oder hoffst du über 2, 3 Generationen, dass die Kritiker in Anführungszeichen sterben? Nee. Grundprinzip bei Innerweis ist ja, dass du das Feld verstehst und wenn du das Feld veränderst, ändert sich die Realität. Und was wir gesehen haben, ist meine kleine Tochter im Hintergrund. Was wir auch gesehen haben, ich meine, wir coachen auch große Firmen mit tausenden von Angestellten und begleiten Veränderungsprozesse. Und wenn du die Grundfeldstruktur änderst, hast du Veränderungsprozesse innerhalb von Tagen teilweise, die normalerweise Wochen, Monate, Jahre brauchen, weil plötzlich die Musik anders ist. Es ist wie auf der Tanzfläche. Mhm. Wenn die Musik sich ändert, tanzen die Leute plötzlich anders. Ja. Deswegen ist es so wichtig, das Feld, das Unbewusste, die Matrix zu verstehen und ganz achtsam mit ihr umzugehen und sie nicht irgendwie verbiegen zu wollen, sondern sie entfalten zu wollen. So, und das Gleiche eben auch bei der Schule. Das heißt, wenn man in dem im Namen, in dem Raum, in der Idee, wenn die das Bewusstseinsfeld hat, was bereits die Eltern schmecken lässt, wie die Kinder sich später anfühlen werden, wenn sie aus diesem System rausgegangen sind ins Leben, was das für Menschen geworden sind. Und wenn sie das bereits innerlich spüren, dann entsteht ein Vertrauen. Und deswegen braucht es diese Weite bereits, diese Voraussicht. Das muss alles schon in dem enthalten sein. Und das Faszinierende war, und vielleicht ist das das Einzige, was von diesem Projekt mit der Schule bleibt, wir standen irgendwann nach so einer Gesellschafterversammlung draußen mit so einem Shampoos noch und haben über Namen nachgedacht. Und er sagt, wie kann man Namen, wie macht man Branding? Er sagt, optimalerweise, man kann nach dem Weg, nach dem Ort, nach der Ausgangssituation, optimalerweise nach dem, was man bekommt, wenn man dort gewesen ist. Ja. Und dann stand die Geschäftsführerin, die Susanne, neben mir und sagte, Freigeist. Gänsehaut bei allen, ja. Sagt, okay, das ist ein Name, der ist Programm, da ist alles drin enthalten, der hat die Weite, der hat die Größe, du hast diese ganze Geschichte der Aufklärung mit drin. Und zack, ins Internet gegangen, meinen Sohn angerufen, kannst bitte mal checken, freigeist.schule, frei. Freigeist.school, frei. Bitte sichern, sichern, sichern. Ja. So, Patentanwalt angerufen, bitte sichern. So, insofern erstmal. Weißt du schon mal, wenn eine Webseite frei ist, dann ist es das Richtige. Ja. So, und das haben wir auch so erlebt mit unserem Produkt, genau. Das ist der Start. So, und das war das Gefühl, du musst es bereits fühlbar machen. Mhm. Und diese Fühlbarkeit des Ergebnisses, das ist das, was Menschen überzeugt. Da baut sich Vertrauen auf. Und da war das Gefühl, Freigeist ist ein großartiger Name. Weil du hast diese freie Entwicklung, du hast die Eigenverantwortlichkeit, du hast dieses Schöpfen, Kreieren wollen, es ist alles drin. Und ein eigenverantwortlicher Mensch ist auch nicht zerstörerisch, sondern der achtet auf seinen Selbsterhalt. Der ist also auch in der Lage zu interagieren, zu kommunizieren, sich in Gemeinschaften zu bewegen und so weiter. Das ist alles drin enthalten. So, insofern geht es darum, dass man, das ist generell bei Schöpfungsprozessen so, du musst erst die innere Architektur fertig haben. Also alle Manifestationsebenen müssen innerlich durchdrungen sein und dann kommt aufgrund dieser inneren Feldarchitektur, entsteht die Realität dann als Abbild dessen. Mhm. Ist die Feldarchitektur nur unvollständig oder gar nicht durchdrungen, dann hast du Chaos im Äußeren. Ja, hast du brauchst ein Schema, du brauchst ein Ordnungsschema, ja.
Genau, und dieses Ordnungsschema findet im Bewusstseinsfeld oder im Feld statt. Und wenn das richtig entwickelt ist und da alle Qualitäten da sind, dann ist das die Realität dann nur noch ein sich ganz schnell manifestierendes Abbild. Und folgt beziehungsweise, dieser beziehungsweise das, was du gesagt hast, wenn es auch dahingehend offen ist, dass es also nicht in diesem Rahmen beschränkt ist, weil Leben bricht aus dem Rahmen aus. Du kannst eine Pflanze zu etwas asphaltieren und trotzdem kommt der Samen irgendwann durch den Asphalt durch. Also die Rahmenbedingungen sind wichtig, aber das hast du ja schon am Anfang gesagt, dass es ein Lebenssystem ist. Und dadurch passt es sich automatisch auch an. Es ist ein Lebenssystem und du musst eben dann beginnen, komplett neu zu strukturieren. Das heißt, wie muss Schule strukturiert sein? Welche Fächer braucht es überhaupt? Welche Kombinationen braucht es? Was muss miteinander verbunden werden? Wie viele Sachen haben wir doppelt und dreifach gelernt in unserem bisherigen Schulausbildungssystem? Es fehlen also ich glaube, ich muss mich fragen, ob du dich in Kybernetik auskennst. Das ist eigentlich eine überflüssige Frage bei dir. Ich habe, als ich 16 war, mein erstes Buch über Kybernetik geschenkt bekommen. Darum. Das war mir völlig klar, dass du den Kerberos, den Steuermann sozusagen, kennst und natürlich weißt, wie diese Denkmodelle gehen. Und die sind ja von der Natur sozusagen abgeguckt. Also wir lernen ja unglaublich viel, wenn wir in der Natur sind und uns einfach mal drauf einlassen und gucken, wie Bäume wachsen und wie knorrig und sie sich entsprechend halt so winden, bis der Platz gut ist. Also von daher passt alles. Ich habe nur ein bisschen Sorge, also nicht wegen dem Namen. Wegen dem Namen habe ich nur Sorge, dass das bestehende System Angst bekommt, weil Freigeister ist das, was sie gar nicht wollen, weil sie sind ja unkontrollierbar. Die machen ja ihr eigenes Ding. Aber genau das braucht es jetzt zuerst mal, um das aufzubrechen. Ich bin gespannt, wie du die Eltern und natürlich auch die Lehrer, die nichts anderes gelernt haben als das bestehende System, dahingehend führen kannst, dass die mal loslassen, dass sie mal ihre Poren öffnen und sagen, hey, lass mal wieder Sonne drauf scheinen, lass mal wieder Luft drankommen, dass die Haut mal wieder atmet und nicht immer nur sich zukleistern. So, die Eltern sind gar nicht so sehr meine Sorge. Ich glaube, also da gibt es Menschen, die sich sehr, sehr frei bewegen und entwickeln. Und ich finde so, wenn man eine Latte schon sehr hoch legt mit so einem Namen, dann hast du eine gewisse auch Auswahl, dass die Menschen anzieht aufgrund der Resonanz, die sich da wohlfühlen. Und ich gehe immer von Resonanzprinzipien aus. Und deswegen eine klare Positionierung, was die inneren Werte sind, auch im Namen repräsentiert, führt dazu, dass es die Eltern und die Lehrer anzieht, die sich damit identifizieren können. Und dann kannst du ohne Widerstand manifestieren. Mit wie viel rechnest du etwa? Einfach so einen Prozentwert. Wie viel glaubst du, ist in Deutschland als Potenzial an Schüler, Eltern, Lehrer da, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist genau das Richtige. Das, was der Uwe macht in dieser Schule, sollten meine Kinder gehen. Du, es gibt die Mutigen, die vorausgehen. Und meine Grundidee war immer, ich möchte am liebsten in 7 Ländern parallel diese Schulen starten als Modellschulen, wo das entwickelt wird. Und von wo man dann bestimmte Teile nehmen kann und in bestehende Systeme implementieren kann. Aber du brauchst erstmal so Reinsträume, wo das eben in der Form miteinander gelebt und entwickelt wird. Das muss sich ja gestalten. Ja. Das muss so ein Modell. Wer innerweise, ich habe komplett auf Schulmedizin, auf alles verzichtet und habe eben wirklich nur ausschließlich energetisch gearbeitet, um zu sehen, wo sind die Grenzen und wo muss was weiterentwickelt werden. Das kannst du nur, wenn du dich radikal für einen Weg entscheidest. Da kannst du keinen Kompromiss fahren. Und insofern, glaube ich, braucht es diese Entwicklungsräume, die das eben ausloten und miteinander entwickeln, um dann auf der Basis es in der breiten Form zu implementieren. So, insofern, es ist nicht die Frage, wie viele. Der Bedarf ist da. Ja, der Bedarf ist sehe ich auch so. Und ich bin so vielen großartigen Menschen begegnet, die da auch mitmachen wollen in der Gestaltung. Und wenn man dann ein Grundkonzept erschafft, was in Resonanz geht und was zukunftsträchtig ist und was die Kinder auf das vorbereitet, was sie erwartet, dass sie also Qualitäten in sich entwickeln, um dann in der zukünftigen Welt zufrieden, glücklich, kreativ, schöpferisch und so weiter sein zu können, wie toll. Ja? Ja. Ich glaube auch, dass die Kinder letztendlich, wenn die davon, von diesen Funken inspiriert sind, dass sie das auch ins Elternhaus tragen, dass die Eltern merken auch, dass die Kinder einfach, dass es ihnen viel besser geht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du da Kreisläufe in Kraft setzt, wo selbst die Eltern nochmal anfangen zu lernen, also nochmal sozusagen in die Lebensschule gehen und vielleicht Freigeister werden.
Ja, ich wollte auch gar nicht mit klassischen Lehrern arbeiten. Also für mich ist der Begriff verbrannt. Also für einen Arzt ist es ja eh eine Diagnose, keine Berufsbezeichnung. Und du brauchst was anderes, ob du jetzt den Begriff Tutor verwendest. Also da kann es sinnvoll sein, den Namen erstmal zu ändern, um sie aus den Denkschemen herauszubringen, in denen sie verfangen sind. Und also ich finde den Namen Mentor immer noch gut, weil ein Mentor ist jemand, der schon mal vorausgegangen ist, der den Weg so ein bisschen kennt. Ich weiß, deswegen heißen die Inhouse-Ausbilder alle Mentoren. Okay. Die heißen also, schon. Ich hatte erst Trainer und dann ist mir irgendwann bei der englischen Übersetzung klar geworden. Das heißt eigentlich abrichten. Das kann Trainer man ist abrichten, genau, das macht der Zirkus zum Hör. Hundeschule geht noch oder so, aber das ist für Menschen absolut unbrauchbar. Ja. Trainer ist quasi ein Dompteur. Genau, geht überhaupt nicht. Deswegen verwenden wir seit vielen, vielen Jahren den Begriff Mentor, um auch die richtigen Menschen anzuziehen, die das ausfüllen können. Ja. Und das ist ein wunderbarer Begriff. Und meine Idee ist aber eben auch, eine Schule zu haben, wo auch die Kinder, die Jugendlichen dann Menschen hineinrufen, mit denen sie gemeinsam lernen wollen. Mhm. Künstler, Wissenschaftler, Wirtschaftsleute, die da mal sagen, ich komme mal für eine Woche, ich gebe euch was, was ich kann. Und ich bekomme aber auch von euch ganz viel, was mich inspiriert. Also, dass dann Austausch erfolgt. Ja, so mal als Extrembeispiel, in der Schweiz ist gerade eine Kindereinrichtung in der Gründung im Zusammenhang mit dem Altersheim. Also Kindergarten und Altersheim in der Kombination, dass die miteinander vernetzt sind und dann die Oma halt um 13 Uhr die Geschichte vorliest und dann gehen sie dort und machen was mit denen. Dieses Vernetzte, wo auch die Generation, die so viel an Können, an Wissen hat, das weitergeben kann. Ich habe das jetzt bei uns gesehen. Also wir haben jetzt mit einem Softwareprodukt gestartet, wo es auch ums Lernen geht. Da haben wir auch den Namen Gen Du mit 2 U. Gen für Generation und Du für das Subjektivieren. Also weg von dem Objekt, sondern zum Subjekt. Darum auch mit 2 U. Und ich habe dann einfach rumgeschaut, wer könnte uns unterstützen, wer ist da. Und die Menschen, die ich so angeschrieben habe, die sind kurz bevor ich sie angeschrieben habe, in Ruhestand gegangen. Und die haben gesagt, Roland, gerne unterstützen wir damit. Gerne sind wir dabei als Mentor, als Impulsgeber, als was auch immer. Also genau dieses Potenzial der Menschen, die in ihrem Arbeitsleben sozusagen an einem Punkt gekommen sind, dass es jetzt für sie zu Ende ist, aus beruflichen, aus Altersgründen oder was auch immer, die haben so einen Schatz, den sie in sich tragen. Ich habe gestern mit dem Hans Lenk ein Interview geführt, der ist 86 Jahre. Im Philosophiebereich ist der wirklich eine Größe. Also der hat 160 Bücher bereits geschrieben. Ich glaube, es gibt keiner, der mehr Publikationen hat, aber er ist sozusagen war immer 10, 20, 30 Jahre seiner Zeit voraus. Aber der hat einen Wissensschatz, der unglaublich ist. Also solche Menschen weiter am Leben teilhaben zu lassen, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber das ist es ja letztendlich. Weil das, was du ins Altersheim schiebst, das ist ja kein Leben mehr. Das ist nur noch Vegetieren. Das ist einfach warten, bis irgendwann die Pumpe aufhört. Aber diese Menschen zu integrieren in ein Gesamtkonzept, dass wieder das Dorf zur Schule wird, weil du kannst jetzt nicht einfach Stadt nehmen. Stadt ist kein Dorf. Also du kannst nicht sagen, Stadt ist einfach ein größeres Dorf, da funktioniert Schule genauso. Das ist völliger Blödsinn. Stadt funktioniert völlig anders, das ist anonym. Aber du musst irgendwie wieder dieses Dorf zur Schule hinbekommen, wo sich jeder einbringt in die Bildung, in die Verantwortung, in diese Bewusstseinsentwicklung, weil das ist ja gerade der Witz des Menschen, dass er ein Bewusstsein hat. Er kann die Dinge hinterfragen, er kann sich die Gedanken stellen und da frage ich mich jedes Mal, warum sind wir auf einer Stufe stehen geblieben, wo Generationen vor uns mit dem Wissen, mit den Heilmethoden vor 2000 Jahren schon viel weiter waren als wir. Von der Heilung, von allem, diesen chemischen Ansätzen der Medizin, darum kann ich das absolut nachvollziehen, dass du da ausgestiegen bist. Ich habe jetzt ein Problem, also versuche ich die Symptome, den Schmerz zu unterdrücken. Damit fühlt sich der Mensch wieder gut, bis der Körper halt sagt, okay, jetzt habe ich es ihm so nicht sagen können, jetzt versuche ich es mal über Krebs, vielleicht reagiert er dann, dass ich ein Problem habe. Also ja klar, die Medizin verdient damit Riesengeld und hat auch gewisse Erfolge. Also die Chirurgie kann man jetzt mal außen vor lassen, weil wenn jemand jetzt im Auto verunglückt, ist es sicher hilfreich, dem operativ zu helfen. Aber das ist ja nur ein Teilbereich der Medizin. Also wir bewegen uns gerade in so einer Welle, wo ich sehe, das Tal haben wir so langsam durchwandert und jetzt bist du quasi
Ja, mit deinem Surfbrett da, du paddelst in dieser Welle und ich wünsche dir auf jeden Fall einen super tollen Aufstieg auf diese Welle, dass dieses Innerweiß einen, ja, einen Tsunami, genau, einen Tsunami auslöst, dass wirklich viel überspült wird mit der guten Energie, die ich da bei dir spüre. Weil wir könnten jetzt stundenlang unterhalten. Ich würde gerne im Anschluss von dem Video mich gerne noch mal ein paar Minuten mit dir austauschen. Aber für das Video ist es, glaube ich, jetzt von der Länge super, so wie es ist. Und ich glaube, es kann man auch stehen lassen. Aber stehen lassen kann man es erst, wenn du ein Abschiedswort noch ausrichtest. Das, was bei Menschen Resonanz erzeugt und was sie motiviert, sich auf etwas einzulassen, ist immer die Frage, wie viel Energie gibt es? Das heißt, wenn du eine Idee, ein Konzept, ein Produkt hast und die Leute nehmen es in die Hand und fühlen sich wohl, es erzeugt, also sie merken innerlich, berührt das ihre Schönheit, es gibt ihnen Energie. Ihre Energie steigt an, dann lassen sie sich gerne darauf ein, weil es ihnen wohltut. Wenn sie etwas in die Hand nehmen, wo sie eine Ladung, eine Rauigkeit, eine Disharmonie oder einen Energieverlust spüren, dann werden sie davon Abstand nehmen. So, insofern, das, was wir machen können, wenn wir so etwas entwickeln, ob das jetzt Innerweis ist oder eine Schule oder was auch immer, es muss geben. Und das Geben geht nur, wenn es aus einer eigenen Angebundenheit kommt. Insofern ist die Angebundenheit ganz essentiell und es darf Menschen nicht in Abhängigkeiten führen, wie irgendwelche Taufen, Einweihungen und das ganze Zeug, sondern es muss die Menschen unterstützen, ihre eigene Angebundenheit wiederherzustellen, also selber Kanal zu sein für die Schöpfung und nicht abhängig zu werden von etwas. Deswegen finde ich das Wort Freigeist so schön, weil jeder in diese Freiheit muss und oder kann dadurch. Und deswegen, das ist das, was wir tun können. Dafür zu sorgen, dass die Ausstrahlung stimmt. Also ich halte nichts von Marketing, ja, habe ich auch nie verwendet, die Jahre, sondern ich sorge einfach dafür, dass wenn Leute an Innerweis denken, ein gutes Gefühl da ist, weil das System in sich klar ist und sauber ist und eine hohe Energie hat. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Ja, ganz spannend noch, wir haben vor 10 Jahren wollten wir schon mal, mein Sohn und ich, das Buch von Ayn Rand, Atlas Shrugged, was so ganz fundamental auch mein Leben verändert hat, wie kaum ein anderes Buch, weil dieses Recht, mich selber zu lieben, das wird so entwickelt dadurch, wirklich entwickelt, man liest es ja nicht, man arbeitet damit. Und wir haben vor 2 Jahren die Möglichkeit bekommen, den Vertrag zu bekommen für die deutsche Ausgabe und haben jetzt 2 Jahre an einer Neuübersetzung gearbeitet Schön. und kommen jetzt im August damit raus. Und das heißt auch der freie Mensch. Also in der deutschen Übersetzung, der Titel ist der freie Mensch. Und ich glaube, am Ende geht es immer um die Freiheit, um die Integrität. Das ist das, was glücklich macht, das ist das, was gesund macht, das ist das, was schöpferisch macht. Und wenn wir das stärken können in Menschen, egal ob jetzt über einen medizinischen Weg oder einen Consulting-Weg, über einen Bildungsweg, ist nicht so wichtig. Aber die Menschen zu berühren in diesen Qualitäten und nicht sie in Abhängigkeiten zu führen, das ist das Essentielle. Ja, wie du gesagt hast, die Anbindung wieder selbst in seine Mitte kommen, weg von Konsum, weg von haben wollen. Und da ist bei mir wirklich der erste beste Schritt, was ich gemacht habe, vor 15 oder ja, 15 Jahren den Fernseher einfach zu deaktivieren. Das Ja. ist ein sinnvoller Schritt. Das habe ich bis jetzt, ich habe die erste Woche vielleicht mal kurz vermisst, aber nach 2 Wochen tut es nicht mehr weh. Und ab dann hat man Freiheiten, die sind unermesslich. Also wenn jemand heute schon was anfangen will, was Gutes zu tun, einfach diesen Stecker rausnehmen oder verschenken. Aber besser ist eigentlich, ihn stehen zu lassen, wo er ist, einfach nur deaktivieren Ich habe und nie wieder seit anmachen. 18 bin kein Fernseher mehr. Ich habe keine Ja, Ahnung, was das ist, wie du das bist der funktioniert. Zeit einfach voraus gewesen. Es war irgendwie keine Zeit mehr, ja. Ist ein gutes Schlusswort, weil das Video wird sonst zu lang. Von daher, ich sage jetzt Dankeschön an dich für die Zeit. Weil es ist, glaube ich, eine Stunde und das Video stelle ich dann ein mit ein paar Links auch zu Innerweis. Und wir gucken einfach mal, was draus kommt. Hey Uwe, vielen Dank, dass wir heute in deinem Konferenzraum sind. Sonst wären wir in meinem. Ich würde dir gerne das Wasser reichen, aber virtuell geht es gar nicht und ich hoffe, dass es im realen Leben irgendwann geht. Warte, Ja, ich weiß. wir fangen neu an, oder? Wieso? Nein, das fangen wir Ich glaube, so. das ist nur mit dem Wasser reichen, daraus steige ich nicht ein. Ich mag diese Zweideutigkeiten. Ja. Na, dann musst du richtig vorlegen. Also gut, du wirst dich vorlegen. Dann fangen wir doch mal an der Stelle.